Hallo miteinander und willkommen zurück zum Amazing Cultivation Simulator mit Torrin Gent. Es geht weiter. Ich denke, wir machen mal die 10 noch voll hier bei dem angespielt. Und ja, wo waren wir eigentlich? Genau, Torrin war ja unterwegs gewesen hier auf seinem Adventure immer noch. So war ich das genau richtig. Kann ich ja nicht sehen? Nee, ich kann nicht wirklich sehen, wie weit du bist mit deinem Training, hä? Naja, wir werden sehen. Wir gucken ja, was für Events dann aufploppen. Das dürfte das Interessante werden hier in dem Fall. Also wollen wir hier, das ist vor 2 Tagen, das sollte okay sein alles. Ja, und Hertag braucht das Farm-Tool, hat er mittlerweile denn eins? Nee, hat immer noch keins. Okay. Details. Mal hier ist auch der Boden, da war sie noch gar nicht gelegt. Eigentlich haben sie ja alle zu tun. Haben wir noch Off-Cut? Haben wir noch Off-Cut? Wo ist der Off-Cut? Darksteel War. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, wir haben keins mehr. Habe ich schon einen Auftrag hier drin? Wir haben auf jeden Fall einen Auftrag für das Farming-Tool drin aus Holz. Ja, dann machen wir danach nochmal Off-Cut. Haben wir denn Holz noch? Wir haben ja... Aber tatsächlich haben wir es, glaube ich, echt geschafft, das gesamte Holz zu verbrauchen. Warte mal, braucht das Holz oder braucht das Timber? Das braucht... ist eigentlich eine gute Frage, ne? Also das wird normales Timber. Aber ich glaube, das braucht sogar normales Holz nur. Und das sei jetzt, ich meine, das macht man doch aus Brettern. Putzen tut auch keiner mehr hier. Oh. Und die denkt wieder nach. Arf, arf. I can't take it anymore. I want to eat pear. Oh. Klar. Auf jeden Fall. Du sollst auf jeden Fall Pears essen hier, ne? Birnen. Wir haben Chicken Soup. Helian from the Merchant Union comes to visit. Okay, warte mal. Das könnten wir jetzt tatsächlich mal vielleicht nutzen. Oh, bist du das? Ja, genau. World Merchant. Wir brauchen eine Trade Zone. Und zwar Area Trade. Trade Zone, Trade Zone. Hier Trade Area. Die könnte man ja theoretisch hier reinpacken. Warte mal, Remove Storage. Machen wir hier so ein bisschen. Genau, so. Mal stattdessen hier eine Trade Area hin. So, und wie genau tue ich da jetzt Sachen rein? Latest Area? Nein. Kann ich dir sagen, Sort? Nein? Mal mit dir erstmal traden. Mal gucken, was dabei rumkommt. Also über eine Trader haben wir ja schon mal. Vielleicht müssen wir die auch gar nicht mehr hinbewegen. Das wäre cool eigentlich, wenn es nur... Oh, geht der Hund jetzt mit dir reden? Ich dachte schon. okay. Oh, er ist... Nein, er hat die... Das ist... Er ist also, das ist ein Hund. Essen irgendwo hinblinkt, ne? The other sex resources are shown on the left, and ours on the right. Select resources from both sides and then click trade. Different items have different prices. Poems of sadness. Brauche ich nicht, die schreibe ich selbst. Also, eigentlich wäre ja sowas hier, ne? Ich hätte ja wissen, was zu essen gekauft, wenn ich ehrlich bin. Ach du Scheiße, 19.000 Spirit Stones. Okay. Snake Cage. Zeit ist a snake at the awakening state. The training is received from the sect at ich will nicht Schlange. Ja, ich frage mich halt ernsthaft, ne, wie ich da Sachen rein tue. Ach ja, bei dir kann ich Lumina Core, bei dir kann ich sagen Trade Area. Okay, warte, dann machen wir hier Trade Area. Wir verkaufen mal so ein paar von diesen ganzen Waffen, die wir hier rumliegen haben, ne? Iron Sword, Dingsbums Bow. Guck mal, der Hund, die macht das alles. Ist er nicht ein Lieber? So. Trade Area, die Mace kann da noch hin. Der Goldwood Bow. Nein, nicht abhauen. Ach, das war. Ach, Storm ist wieder da. Und seinem Adventure. Können auf jeden Fall verbessern. Oh, er ist schon auf einem guten Weg hier, ne? Oh, man-made fire.
So, dann hier diese Hosen und diesen ganzen Scheiß hier. Braucht man alles nicht. Oh. Hier ist auch lauter Zeug noch. Ist das irgendeine Area, die hier dediziert ist für irgendwas? Eigentlich nicht, ne? So, Trade Area, Trade Area, Trade Area. Und jemand muss jetzt mit dir hinkommen und reden. Trade? Irgendjemand? Und hat auf jeden Fall keine Lust mehr, irgendwelche Sachen hinterher zu schleppen hier. Hallo? Ich hab den Boomsticker immer noch nicht umgenannt übrigens. Ja, unser Pastor hier. Ich hab den eigentlich gesehen vorhin. Sein Animal hier Boomstick. So, guck mal hier hin. Dann können wir ihn umbenennen. In Shao Bai. Könnte jetzt jemand mit dieser Person hier reden? Ah, jetzt werden die Sachen hier reingebracht. Okay. Irgendjemand? Vielleicht hier? Nein? Ah, ich glaube, jetzt kommt jemand. Wer ist denn das? Ah, das ist Sui. Ja, hier, verkaufen. Alles so unglaublich viel wert, ne? Confirm das erstmal, ja? Hier ist auch lauter Miet noch, ne? Wieso ist denn das hier? Feed? Nein! Ben! Das ist doch hier gebannt. Wieso hat er das hergebracht? Und? Weiß ja nicht, was du tust, offensichtlich. Also offensichtlich sind unsere ganzen komischen Hosen, die wir hier, erbeutet haben, nicht ganz so gut, wie ich dachte. Naja, sie sind gar nicht gut, ehrlich gesagt. Was zu erwarten war. Bullheit. Ich weiß ja nicht, was wir brauchen von dem Zeug. Oh, der Hund kultiviert sich. Das ist bei dem Hund echt lustig klingt, aber ja, er tut es. Er ist voll dabei hier. Pleasure, basic stats. The base stats menu. Oh. Here you can see all of a pet's base stats, battle stats, growth and the miracles and spells that have or have not been unlocked. Fatness von 98%. Richtig fett. Cool. Wir sind genau in Spells und Wunder kann das Ding aufwirken. Und das Hundi. Eternal Core. Puppy that is abandoned because of its slow growth. Since it is a spiritual animal created by the energy of heaven and earth, it is a rare pet that is good at defense and relevant spells. Cool. Ein Puppy. So, was ist mit... Wo ist Thor? Headmaster hier? Spielt der? Das ist aber in der Richtung, ne? Aber naja, ist egal. Mach mal tatsächlich. Du bist noch stable, aber wir können euch ein bisschen mind trainieren, damit das hier auf jeden Fall hochgeht. Ansonsten, wie viel Inspiration haben wir denn hier so? 1673. Könnten uns nicht hier weiter verbessern. Artifact Mastery. Artifact Crafting. Ja. Use Artifacts. Wir könnten auch Alchemie machen, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt auch... ernsthaft, warte mal. Es ist so teuer. Spells? Also, wir craften jetzt ein Artefakt, ja? Ich habe da eine Idee. Artefakt. 90% mit dem Huntingbau hier. 500 Key, tu es. Und dann verkaufen wir das an Alian. Ja, wir haben genug Chi, sage ich schon. Chi, ja, Chi haben wir genug. Wir können auch den zweiten Hanimo hier machen. Vielleicht den hier. Ich gebe mal aus, open. Arf. So, jetzt machen wir mal den hier, ne? Wir können ja den Hund Boomstick nennen. Das ist ja tatsächlich quasi wirklich nur ein Tierchen, was nur eigentlich zum, ne? Aber das hier ist ein echtes Mitglied unserer Gesellschaft. Ein Boomstick-Hund.
Sonstig. Oh. Das andere weiße Tier ist hier. Mau. Ja. Yeah. Okay. Hat das geschafft? Ist er fertig? Nee, er ist noch dabei. Wir beschleunigen mal ein wenig. Ja doch. Okay. So, er hat's geschafft. Wo liegt der Scheiß? Hat das geschafft? Hat das nicht geschafft? Man weiß es nicht. Das ist sein Marignan Elliot Bow. Hat das echt mit 90% nicht geschafft? Weil ich sehe nichts Besonderes hier irgendwo. Das ist nicht dein Ernst, oder? Noob! Nochmal! So, mach ein Artefakt aus diesem Ding hier. Was haben wir denn hier? Da haben wir gar keine Chance. Insignificant. Das Holz könnte ich natürlich toll machen. Und hier diese Hose, ne? Ja, mach sie episch. Vielleicht taucht auch der Bogen irgendwo, aber 90% sind eigentlich... Ach ne, was rede ich eigentlich? Ne? Wir wissen ja, wie das bei mir immer läuft hier. Ist echt geschafft, das Ding zu verkacken, ey. Bad Mood bei... Ja, warum denn? Vielleicht daran, dass du die ganze Zeit in der Mine schaffen musst. So deswegen schlecht drauf. More appropriate clothing or talisman. Scorching hot, 32 Grad. Change the environment. For example, lighting a bonfire, use cold materials to create furniture. To help the character to cope with the temperature. Die Seven Slaughtering Sekte ist hier und greift uns an. Bullhide und Boarhide. Offensichtlich ist das echt zu. Zu all. Okay, wo sind die Jungs und Mädels, die uns angreifen? Snake. Ja. Also ich weiß ja nicht, aber... Taggen? Kamen die von hier oben? Hast du sie gekillt? Left Hand Muscle. Also ich habe auch keine Kriegsmusik mehr. Da war gerade eine eigenartige Dingens hier. Wieso sehe ich das hier eigentlich? Hörst nicht uns, Female Bull. Wieso sehe ich das die ganze Zeit? Und wo ist der Feind? Want to practice intelligence based abilities? Ja. Und? Gut. Bisschen wie bei Black and White, ne? Gutes Verhalten, ne? Mal belohnen und schlechtes Verhalten, ne? Da gab's mal links und rechts ein. Guck mal, die Hose haben wir. Trade Area. Marching Misa Armor. Okay. Heavenly Reforged. 25,2 Chewy Cover. Ey, das ist echt nicht schlecht, ne? Hey, scheiße, diese Hose ist echt gut. Zieh diese Hose an, Torin. Das war eigentlich die Sinn der Sache, aber ja, wir wollten eigentlich Red Dead ja jetzt auch mal hier jinxen lassen, ne? Eigentlich. Aber eigentlich haben wir ja die richtige Lore dafür nicht. Ah, so, Torin, hast du die jetzt wirklich angezogen, die Hose? Nein, du sollst sie anziehen. Ja, die Chica davon ist okay, alles klar. Machen wir es anders. Da er ja offensichtlich, ne? Verkaufen wir die Hose. Der Bow ist auf jeden Fall besser. Kann das bitte mal jemand in die Trade Area dann bringen? Kannst du mal machen, dass. So, was du tust. So, und jetzt hier Trade Area. You have built a manual shelf. Characters can use the shelf to transcribe and manage manuals.
Each shelf has its capacity. The more attainment is needed to study a manual, the more space the manual will take on the shelf. Okay. So. Könnte jetzt bitte jemand diese Hose... So, ist sie überhaupt noch da? Ich glaube nicht. Naja, ist egal. Ne, wir können ja beim nächsten Mal das Ganze hier dann handeln. Ist mal hier, ja, wir haben hier also einen Hunting Bow im Auftrag momentan noch. Das, den brauchen wir mal nicht wirklich. Mach das mal weg. Hast du vielleicht mal einen... Ach, wir brauchen den richtigen Crafter wieder, seitdem halt, ja. Mach doch mal einen aus... Ein Schwert aus Eisen? So. Warte, will ich sehen hier. So, und Torren, mach mal mehr Artefakte, beziehungsweise wir können jetzt, warte mal, können wir eine Art, nee, wir haben kein Dings hier, wir haben kein Papier, dass wir wie eigentlich machen, also nicht hier. Der hat gesagt, dass, wieso ist die Musik so, okay, es ist normale Musik. Also wer auch immer uns angegriffen hat, von irgendwoher, keine Ahnung, die sind auf jeden Fall nicht hier. Oh doch, hier. Es war Shi Yong. Search. Seven Slaughtering Sect. Klingt eigentlich gefährlich, aber offensichtlich haben unsere Leute da kurz einen Prozess mitgemacht, ne? Wahrscheinlich hat sie hier Shao Bai zu Tode gestarrt, ne? Fabric Fin Shirt, ha? Huh? Könnte man natürlich auch verbessern. Was ich auch machen wollte, ist hier Alchemie. Stamina Pills können wir. Spirit Leaf, Spiritual. Ja, Quiet Alchemy Level 10. Viel zu viel Chi, meine Güte. Ich sag die ganze abwechselnd Ki und Chi. Ich weiß, es ist mir durchaus bewusst. Ich bin da sehr. Sehr, sehr inkonsistent in meiner Herangehensweise. So, wir gehen jetzt mal wieder auf Train. Vorwiegend. Soll er mal hier machen, dass er jetzt so Man-Made Fire Gedöns und dann mal hier durchbricht und hast du nicht gesehen. Da gibt es auch mehr Chi. Können mehr Zeug machen. Und 252, ja, das muss besser werden, ne? Muss besser werden. Beschleunigung hier. Und zwar ordentlich. So, Tang ist dabei, hier dieses Schwert zu bauen die ganze Zeit. Jetzt werden nochmal die Sachen hierher getragen. So langsam. Gekocht wird auch. Mehr oder weniger wenig Erfolg, muss man sagen. Ansonsten, ah, jetzt sind auch hier zumindest mal einige Sachen gepflanzt. Das ist die Bambus, yep. Mehr Herbs, Herb. Herbity Herb, Herb. Okay. Und Torren, wie weit bist du? Fast so weit. Können uns nochmal inspirieren, wenn wir wollen. Wir könnten natürlich, ehrlich gesagt, Speed, Brute, Quality, Success Rate und Tier Bonus. Es ist so komisch, wir haben das schon auf so einem relativ hohen Level auf 7. Sind da dann sowieso extrem gut geschult eigentlich, aber ja, irgendwie läuft das nicht so perfekt. Beziehungsweise bei manchen haben wir noch sehr schlechte Chancen, sie überhaupt zu verarbeiten. So. Oh, da sind wir. Man-made fire. Auf der Location. Da sehe ich den Marker nicht. Ich schätze hier. Ich sehe aber keine. Young ist schlecht. XP. There's no current work. Do you want to break through? Ja. 60%. Okay. 60% ist gut genug, oder? Mehr als die Hälfte. Wetter ist eher schlecht dafür. Ach, unser Metal State ist. Ne. Könnte besser sein. Ja, Feng Shui müsste eigentlich passen, wenn die ehrlich mit Element Location passt. Chi Density, ja. Und dann hier an Spirit Wood.
Eigentlich ist der Raum hier sehr gut, ne? Auspicious. Room Layout, Bedroom, Wood Birdcage, Wood Bed, Wood Silver Table. Alles bestens. Okay, dann bleibt jetzt so offen, dass er das Ganze nicht verkackt. Und dann haben wir ja jemanden das nächste Level gebracht. Großartig. Music is hesitating. Warte mal. Are these rocks look valuable? Take this. Was? I often help mine. Ja. Ja. So. Er braucht immer noch die Tools, aber keiner macht sie für ihn. Ich glaube, die schlafen gerade wieder alle, oder? Ja. Schneidigen wir mal. Und arbeiten natürlich die ganze Nacht durch. Uh, 70% jetzt. Ah, die Nacht hat sich verbessert. Okay, ich schätze zum Schluss. Ich meine, das Ding ist fast voll, aber es ist, 70% ist noch besser. Das komm schon. Du es. Dorn! Ah, nicht aufgeben. Artefakt at Archimedes Peak has been taken away. Okay. Das ist mir völlig egal. Hat er es nicht geschafft? Er hat es echt nicht geschafft, ne? Du Noob! So ist nochmal! Ich glaube, er hat es nicht geschafft, oder? Nö. Ja, das ist natürlich beschämend, ja. Mach mal Mind. Wir müssen erstmal wieder aufbauen. Dann versuchen wir mal unseren Mood State hier bis zum Metal State hochzusetzen, bevor wir das normal versuchen. Okay, ich lasse jetzt das hier auch mal schneller durchlaufen. Ja, chill einfach hier auf den Feldern. Spiel mit den Vögelchen. Spiel auf dem Ding hier. Ja. Examine Study. Study Manuals. Ach, guck mal, wir haben Talisman Paper. Kann ich euch das auch mal kurz zeigen? Draw. Hier. Talismans have strong effects. Talismans that have already been prepared can be equipped yep. by characters. Strong effects. Agility, raise move speed, game, cold resistance. New designs. All you have to do is have a character inspect a design to unlock the talisman. Talisman see many marvelous stories from web novel and get released. Oh, it will easily catch one's attention and slow down work. Okay, spiritual traveling. Range of use, das ist nur Spiritual Cleansing. Sleep Quality and Lose Tendency to Fatigue. Oh, das hört sich doch gut an. Zum Glück überhaupt nicht. Aufwendig oder so, das Ding hier. So. Ich dachte mal, wie gut wir das hier machen. So gut wird der Talisman halt auch, ne? Oh ja, das sieht sehr professionell aus. Confirm! Einmal bitte. So. Ja, das ist Talisman Drawing. Haben wir das auch mal gesehen? So. Das ist ja noch Spiritual Cleansing. Quality excellent. Erkenntnis of Common. Mortal Relic. Ich kann sagen, schon Bonus. Cool. Darn, nimm das mit. Equip. So. Ansonsten machst du dein übliches Zeug, ne? So. Ja, wir müssen einfach nur abwarten, bis wir soweit sind hier. Ja, deswegen pausiere ich nochmal und wir versuchen es gleich nochmal, wenn ich soweit bin. Oh. Wow. Nein, das ist kein. Also, Boomstick fragt, ob er irgendwelche Inner Disciples angreifen soll. Nein. Ja, er wollte Thorin seine wahre Kraft zeigen. Stand hier so, versteckt sich im Feld, will ihn anspringen und, vernichten mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten. Naja. Ah, Arf happy. Na, großartig. Drain. Move items, irrigate, attack in itself, mine, organize items, defecate in field. Klar.
Großartig. Wir haben jetzt sogar tatsächlich mal Ab-Dings-Befehle das erste Mal auf dem Weed. So, und was wir hier hinten eigentlich noch machen wollten, ist das mal hier rüber tun. Und dieses Ding hier auch noch vergrößern. So ein bisschen hier sowieso irgendwie. Wenn sie da mal aufstehen würden. Das gibt's ja nicht. Eigentlich will ich nur abwarten, bis der Dings voll ist. Jetzt werden wir wieder angegriffen von irgendwelchen wilden Leuten aus dem Süden. Okay, jetzt kommen sie wirklich aus dem Süden oder woher kommen sie? Savage Man. Ja, wo immer sie sind, ne? Da sind sie. Ru Miaoshuan. Miaoshuan. Duck. So, da kommt. Oh, da kommt der Hundi. Das ist der Hundi-Angriff. Okay. Ah, nee, es war Torn. Oh mein Gott, ist der Typ. Ja, haben wir den mal wieder remote gekillt hier. Gar kein Problem. So, ansonsten geht's Torrent gut, ja? Der fliegende Bogen hat ihn erledigt. Ja, mach mal weiter mit meinen, ne? Torrent was jubilant because of fulfilled and couldn't help but reading happily. Ja, ja. Lies mal glücklich. So. Wir warten weiter, bis er mal besser drauf ist. Und dann... Ja, wir können natürlich gucken... The Location. 80%. Na, das muss doch reichen, oder? Metalstat ist jetzt opposite. Wir könnten es noch weiter hochtreiben. Ja, jetzt haben wir die ganze Chi ausgegeben. Jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Juhu! Eine Katze hat sich uns angeschlossen. Schön. Ja, ist, wunderbar. Es fühlt sich hier. Hier, Female Cat. Jetzt haben wir einen Hund und eine Katze. Also einen magischen Hund, aber eine normale Katze hier. Was ist die Katze auch? Also die Katze ist ja dann eingelaufen. So. Also, ne, da kannst du in die Kommentare schreiben, wie sollen wir die weibliche Katze nennen? Ne? Sie wartet auf einen Namen. Ist auch komisch, dass meine Katze hier auf der Pest mit den Hasen und so weiter hält, aber gut, ne? Das ist schon in Ordnung. Also wir sind fast so weit. Ich beschleunige wieder. Oh schon, gib mir das Erfolgsgefühl. Wupp. The Land of... Nein, oder? Er hat es wieder nicht geschafft. Das ist echt nicht wahr, ne? Haben wir irgendwelche inneren Verletzungen deswegen? Tja. Sagen, der unfähige Torren, ja? Jetzt wird er seinen Mind trainieren und wir werden das Ganze in der nächsten Folge nochmal versuchen. Hey, zumindest haben wir eine Katze, ja? Wenn wir sonst nichts geschafft haben. Also, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, was euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Ciao, ciao, euer Torren.